Moin Moin und willkommen zurück zur Spielwoche Nummer 14. Heute gegen die Detroit Lions. Wir spielen zu Hause. 10-2, die 4-8 und wir haben einen neuen Rückkehrer. Jawohl, Adam Humphries ist wieder da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So eine 5. Echt nur 5 Right Receiver. Tight End, Tight End. Ne, hier. Evans ist verletzt, genau. Evans ist ja jetzt verletzt. Ich kann noch mal ganz kurz reingucken in die Verletztenliste. Fünf Wochen. Boah. Kommt vielleicht zu den Dings wieder. Zu den Playoffs. 4 Wochen. Auch nicht gerade gut. Und der kommt erstmal nach der Saison wieder. Scheiße. Na gut, dann hauen wir mal das Spiel rein. Play Offense Only. Fünfundachtzig. So, Matthew Stafford kommt jetzt. Tja, kriegt zwei Interceptions. Ist nicht so leicht. Unsere Cornerbacks sind nicht die besten. Zwar jung, aber nicht die besten. Sims der Dritte. DeSean Jackson. Auch schon alt. Alt, alt, alt. Gut, Rubin. Ah, letztes hat er eine Stärke von 80 gehabt. Was ist jetzt passiert? Der hat ja einen verloren. Jameis Winston, 84. Naja, wird langsam. Das skippen wir erstmal. So, Rot gegen Blau heute. Auf geht's. Erster und 10. Incomplete direkt von Matthew Stafford. Man läuft selber für 4. Und 3 and out. Wir sind dran. Stark. 46 Yard Linie. In unserer eigenen. Jo, Leeds gewinnt gegen Atlanta. Boah, ist doch so früh. So, erstmal mit dem Trap. Ah, da guckt ihr, wa? Haha. 15 Yards gleich mal. Schön zweimal ausgewichen. Na, war er drüber oder Inches? 10 Yards geworfen, Inches, war mir klar. Das war mir klar. Die Seattle Seahawks haben noch keine Niederlage dieses Jahr. Boah. Im Real Life haben sie voll die beschissene O-Line. Und hier. Stark. Nochmal 12 Yards. Tremendous blocking by the interior of the offensive line. They didn't just gash him there. They blasted a gaping hole for him to gallop through. And if he comes back to the huddle, he better be giving them a hole. Nein, keine Flagge. And he's gonna be taken down here with a offense holding. Oder andersrum. Es bleibt das gleiche. Schade, schade, schade. Genau, beschwer dich nochmal, Trainer. Kann ja nicht wahr sein. 21. Anstand von 9 First Down. Nee, der war diesmal nicht so stark. Nein, 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 nein. Steh auf, Sims. Oh, nicht gut. Oh, den habe ich noch gar nicht gespielt, den Spielzug. Ein Rollout, aber irgendwie. Oh ja. Mal gucken. Jawoll! Sehr, sehr geil.
Mixon, his third touchdown now on the year. And the Bucks have taken a first quarter lead. One of the keys to their winning streak has been scoring first. An ideal drive right there, getting the first 6 points of the ball game. Na? Ja, da war locker drin. With some teams, I script to probe in the early part of the game. Other teams, I script to attack. They've been in attack. Und extra Punkt ist auch gut. Jack Elliott macht einen guten Job. Incomplete. Gesackt. Sehr schön, McCoy. 3 und 17. Daneben. Panten. Komm, gib uns den Ball wieder. Oh, der war aber stark. Dann gucken wir mal, ob Sims der Dritte wieder da ist. Oder ob Martin noch drin ist. Martin ist drin. Okay, Sims der Dritte wird länger ausfallen. Shit. Da war nichts zu holen. Out for season, das ist echt bitter. Somehow I think the head coach, his oratorical skills were on point. It's already second and 12. The defense hoping to push him back more. Ready. The first carry now for Doug Martin. From the 40 to the 45. 5 yards. 5 yard run. And there's a run to be happy with. Good, solid yardage. So, müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Wir haben so eine Benchroute. Nichts riskieren, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Goodwin. Nicht auslaufen! Nein, es wollte noch ein Stück nach vorne. Vierte und zwei. Shit und zwei. Ne, wir geben Ball ab. I know where we're headed on this. Terrific catch, gets his feet down, sets up a fourth down and short situation. But I bet we're wondering, why didn't he get to the first down marker running his route? Zu weit? Zu wenig? Schnappt ihn euch! Ah nein, das ist rausgerollt. Ah, der war gut, aber leider. Ist er nach hinten weg? Dritte und vier. Eric Ebron. Incomplete. 2 und 10. Gesackt. Stark. Dritte und 16. Incomplete. Ballabgabe. Remember to keep an eye on the ticker, of course, at the bottom of your screen for updates on that game and others around the NFL. Now Winston. Right side caught by Jackson. Stark. Da war Platz, da war Zeit, da war alles. A good pick up there of 20 yards. Throw it long, it could be a big play. You throw it short, it could be a big play for DeSean Jackson. Yards after catch, always a big part of his game. Talking about speed, only Tyreek Hill was measured with a faster play last year than DeSean Jackson, who hit 22.6 miles per hour on a touchdown versus the Cardinals in week 13. On first and 10, Winston. Adam Humphries ist wieder am Start. Jawohl, nice. 24 Yards gemacht, der gute Kerl. Können wir laufen lassen? Martin. Was er noch kann. Oh, stark, 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 stark. Oh, ich dachte, er rollt sich rein. Noch 3 Yards zu gehen. Noch 3 Yards zu gehen. Komm, den holt er sich jetzt. Gotta like the way they're moving the football, partner. Absolutely, pretty good room to run on that last play. Yeah, they didn't get a first down, but still. Ja, boy, den hat er. Da lässt er sich gar nichts aufhalten, auch nicht, wenn 3 Stück an ihn dranhängen. Ja, macht er das Ding. Jake Elliott holt wieder einen extra Punkt raus. Sehr, sehr gut. Jawohl, wieder gesackt. Alter Schwede, die O-Line funktioniert ja gar nicht bei den Gegnern.
Stark. Oh, er kam trotzdem noch dran, wie hat er das Ding gekriegt? Junge, wie der Krake hing der auf einmal an uns dran. Aber Humphries wieder. Stark. Na gut, davor wäre eh Ende gewesen. Hier so, na, ist er gar nicht. Auf einmal klebt er an uns dran. Hm. Sehr, sehr komisch. So, zweites Viertel noch. 2 Minuten 20 zu spielen. Oh nein! Oh nein! Er hat uns so ein Mittel gegeben, dass wir nicht mehr weiter konnten. Ne? 2-Minute-Warning. Letzten 2 Minuten in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise zweiten Viertel. Oh, Chicago führt 21 zu 0 gegen Cincinnati. Andy Dalton hat 0 zu 4 und 1 Interception geworfen. Stark. Ja, ja, wir sind mal drüber. Oh, die ersten. Oh, am ersten kam er auch irgendwie ein bisschen rund vorbei. Oder zwei dazu gepackt, da ging es zu. Seattle führt 13 gegen Jacksonville. Das würde ich gerne mal auf Wilson werfen. Ah, das hat sich gerade erledigt. Wir holen uns selber das neue First Down. Das ist ganz geil, unser mobilen Quarterback hat ja auch ein bisschen selber laufen können. Das hatten wir immer so einen Pocket Quarterback, der konnte ja gar nichts selber. Er läuft ja wie so eine Bahnschranke. Oh! Gegen einen kein Problem, aber der zweite ist dann immer der Endgegner. Los, mach hin, ich will nochmal eine Runde werfen, bevor ich seinen Timeout werfe. Getting away from one and trying to turn forward and get some yardage. I really liked what he did there. Nein, eigene Leute. Oh, der eine Typ stört uns. Der erste Wurf incomplete, nach 10 Mal angekommen. Ist der 11. incomplete. Und nur weil mein eigener Kollege da stört, ey. Mann, 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 wie unnötig. Oh, Miami hat 7-5 und New England hat 6-6. Was ist da los? Nein, das hat nicht gereicht. Da kam er aus dem Nichts rausgeschossen. Aber Inches, hallo, ich bitte euch. Laufen wir jetzt rein, nimm Timeout, gut ist. Nein, es hat nicht gereicht. Wow. Okay, ich hätte vielleicht doch das extra Pünktchen nehmen sollen, beziehungsweise Field Goal. Ja, das war ja nichts. So, wir fangen wieder an. Ja, dann. Ist ja alles geritzt. Ach, Total Yards. Detroit 58, wir 237. Jetzt schon. Die haben Passing Yards 19. Finden ja überhaupt nicht statt. Nein! Oh, er kommt noch hinten rein, ey. 3 Yards, ja, dachte ich mir. I think it's okay there. They didn't get a whole lot on that play, but it's nice to have a safety valve that's built like this guy. Big target, guy you can spot pretty easily. Nee, da war nichts zu holen. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Nee, 3 und 7.
Minnesota führt 10 zu 7 in Carolina, das ist auch gut für uns. Stark. Neues First Down. Chicago führt jetzt 34 zu 0 gegen Cincinnati Bengals. Big guys running those corner routes, so difficult to cover. Now a play fake here on first down. Hey, hat er gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil ich ihn einfach ja, sehr schwierig anwerfe. Und der Ball kommt, kommt auch schon der Gegner. Da war nicht viel zu machen für ihn. Doug Martin. Aber über das Feld wollte ich jetzt nicht werfen. Das ist nämlich so ein Spiel. Die Detroit Lions kommen erst zurück ins Spiel, wenn wir nämlich einen Turnover produzieren und provozieren. Deswegen bloß nichts Falsches machen. Dann haben wir sie nämlich bei 0 Punkten und machen hier einen Shootout. Well, that's the desired outcome coming out here in the second half of being able to run the football and establish a little bit of pace and maybe even a bit of dominance at the line of scrimmage. And they want that to continue. Way too much about this being ball control time. But the way they're running it, you got to think they may want to continue that and see if they can go ahead and grind their opponents into submission. Der war leicht überworfen. Da konnte nichts dafür, der Adam Humphries. Das ging auf unsere Kappe. Gerade noch losgeworden. Oh! Inches. Nee, neues First Down. Stark, Humphries, stark. So, Humphries oder Jackson? Humphries. Was? Oh. Nein, der war komplett offen. Der war komplett offen und wir haben ihn komplett überworfen. Ich weiß, er war open. Dann halt Goodwin. Und der macht noch ein paar Yards. Und wollte noch über den Gegner drüber hinweggerollt. Sehr schön. Mitten in der Red Zone. 11 Yards noch zu gehen. Wir können uns also noch einmal ein neues First Down erobern. Und dann eine Minute im letzten Viertel. Nee, vorletzten Viertel. Ich sehe es gerade. Dritte. Hat er ihn? Nein! Er bleibt genau bei einer Yard-Linie stehen. Stark, ich sag's noch. Wir können uns einen First Down machen. Er nimmt die 10 Yards. Hä? Wir challengen das. Ich bin der Meinung, der war drinne. Tablet coming out, and the big question, Charles, did that football break the plane to the goal line? They just need any part of the ball to cross the goal line in order for it to count. Remember, it's got to be. Guck mal, er rollt da und er fällt auch da rein jetzt. It's going to be there. We can't really find it on the tablet, so we'll see. Der ist drinne. Jetzt bin ich gespannt. Das war, der ist doch reingefallen. Knie und Ellbogen hat doch das. Was? Na gut. Na gut, wenn ihr das sagt. Ich bezweifle es stark, aber okay. Ja, das war dumm. So, jetzt aber. Und mal jemand anders aus, immer, außer immer Evans. Obwohl, Evans ist ja gar nicht da. Egal, Johnson. Ich glaube, es ist der Fullback. Das ist der ist doch vorher da reingefallen, jetzt ganz ehrlich. Und
Naja, haben wir einen Timeout verloren. Halb so wild. Steht 21:0. Das können wir verschmerzen. Wir haben jetzt durch diese rote Flagge angezweifelt, dass die Entscheidung der Schiedsrichter richtig war. Dann haben sie es nochmal nachgeguckt. Under Review heißt das dann. Und wenn wir recht gehabt hätten, hätten wir einen Touchdown bekommen und kein Timeout verschwendet. Da wir jetzt daneben lagen, laut deren Aussage, haben wir jetzt einen Timeout verloren. Wieder, er kommt immer in die Beine hinten noch rein. So. Es beginnt das letzte Viertel. Completed pass play. Now let's see if they go back to the air or to the ground. Now Jameis on second down. Jackson's got it over the middle. Oh. And they're able to get this one across. Er wollte sich nochmal rauspressen, aber die 53 hat überhaupt nichts pressen lassen. Was ein Monster. Mal gucken, wie eure Laufdefense so ist, meine Freunde. Bum, bum, und von hinten wird er weggehauen. Wir haben ihn 3 Yards noch reingeschubst. Johnson läuft jetzt nach links weg und wir laufen nach rechts weg. Nein! Wir laufen in den Pulk rein. Aber immer noch gut. 10 Runs, 48 Yards und 4,8 im Durchschnitt. Immer noch sehr, sehr stark. Alles was über 3 ist, ist sehr, sehr stark. Kann man sie ganz einfach runterrechnen. Man braucht ja... Ah, jetzt hat er ihn diesmal. Da kommt wieder 2 neue. Man kann es ja ganz einfach rechnen, wenn man 3 Yards pro Run macht, dann hat man ja 9 und noch einen über beim 4. Versuch. Und wenn man halt mehr als 3 macht, dann kommt man ja locker über die 9 First Down Marke innerhalb von den 3 Versuchen. Deswegen, alles was über 3 ist, ist immer bockstark. Es war einfach nur Hürdenlauf gerade bei mir. Kein Move, kein gar nichts. So länger die Defense der Gegner auf dem Feld ist, irgendwann wird es dann immer mehr müde und müde und müde. Und jetzt holen wir noch ein paar Mal das Laufspiel raus. Oh, fuck it, ey. Er liegt da auf dem Boden und wir stolpern drüber. So, durch das Laufspiel holen wir die Defense der Gegner ein bisschen weiter ran. Und gleich, wenn wir passen sollten, müsste hinten mehr Platz sein. Sofern das hier im Spiel mit eingebaut ist. Wir werden es gleich sehen. So, jetzt hat man noch was bei 3 und 2. Ne, 3 und 3. Give him 6 yards on the carry. It's going to be 3rd and 3 now. They're pretty good spot right now with a convincing lead. I think this is where they put on the boxing gloves, start to try and pound them into submission. Das ist die Counter Strike, was heißt Corner Strike? I don't see why that trend would change now. Was denn Kendricks? Here's Winston. He can run for it and he will. Stark, dann laufen wir halt selber für 13 Yards. So, noch ein bisschen Zeit runterspielen lassen mit dem Lauf. Minute 14 noch. 14 Yards zu gehen mit einer Red Zone. Und hier ist so viel Platz. Und hier ist so viel Platz. Schade. Noch 4 Yards zu gehen. Neues First Down. Nein, Inches. Das ist gut, dann können wir mal laufen. Entweder er läuft jetzt gleich direkt durch oder wir holen uns ein neues First Down. Dann werden wir gleich sehen. Ja. Nein! Ich wollte. Oh, das war mein Fehler. Dumm, richtig dumm. Ich wollte Viereck und reinspringen und ich drücke Kreis und er bleibt vor der Box stehen, ey. So dumm. Ja, mein Fehler. For these situations, these scenarios,
Ja, das war auch mein Fehler. Da wollte ich es zu schön machen. Und von 1 auf 10 und von Touchdown in kein Touchdown, ey. Mann, 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 Mann. So was Dummes. Oh. Dritte und 10. Pretty nice covers there, but a missed opportunity for an interception. Let's face it, a lot of these defenders, they've got it all. Speed, athleticism, hands. Oh, Cincinnati hat 7 Punkte gemacht. This offense on third down today, they've converted 3 out of 5 thus far. This is third and goal. Flushed out right. He may try and run for this. And he's able to work. Da war nichts mehr zu holen. Dann nehmen wir noch ein Timeout und machen noch ein Field Goal, dann ist hier schlicht im Schacht. Wieso kriegt Elliott jetzt seine 3 Punkte? Ja, stark. 24 zu 0. Shootout. Mitch Trubisky, 3 touchdown passes to help lead the way. So it's 3 more points and that widens things. So, 9 Sekunden noch. Da bleibt nichts mehr an. Jetzt kommen sie, ja? Ja, zu spät. Definitiv zu spät. Also ohne Gegenwehr, ohne irgendwas. Das war mal ein ruhiger Sonntagnachmittag, würde ich sagen. Haben wir Sonntag gespielt? Ich glaube, ne? Stark. In jedem Viertel mindestens ein Touchdown aus dem letzten. So, gucken wir uns noch mal kurz die Schlusstabelle an. 80 Pässe sind angekommen. Also 80%, das war gut. 210 Yards, 2 Touchdown, optimal. Matthew Stafford, 47 Yards gemacht. Hulululululul. Alles klar, damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns morgen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder ein. Ich bin raus, bleibt sportlich. Auf Wiedersehen.